muss ich noch. Nein, das steht noch Ashley. Dann zu Arya gehe ich mal, zu Idi und Chopper. Und Dr. Ceylon. Oh man, hier gibt's auch noch so viel. Also erstmal zu den Botschaften. Und danach in die Bar. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung. Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann es vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben, Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werde es nicht tun. Danke. Tja, du kannst gehen. So, aber jetzt muss ich trotzdem mal schnell zum Aufzuklopfen. Und Fischfütter habe ich jetzt auch. Das heißt, ich muss nie wieder in Fischfütter gehen. Yay! Naja. Wenn die doch nie über Events selber wären, auch so reden würden. Slowdown. Samara. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lange. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind Sie nicht einige? Wir waren nicht viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für... derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Seltsame Frage für einen Spectre, der auf Ranoff seinen dritten Reaper getötet hat. Kommt Falair in den Kürzen zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Falair.
sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Thalea einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Senara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Mhm, auf jeden Fall. Jo. Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Ekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber ihre Truppen können sie retten. Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Wie kämpfen ihre Leute? Stolz. Mit VI-unterstützter Infanterie. Unsere Soldaten tragen schwere Waffen auf ihren Rücken in die Schlacht. Stolz und beschämt. Unsere Feinde nennen uns lebende Panzer. Und andere weniger schmeichelhafte Dinge. Ich komme mit der Normandie, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Bitte beeilen Sie sich. Die Kuna brennt. Ist okay. Gibt's hier noch was? Ich glaube nicht. Kürze Schlange. Labo. Ja. Passt schon. Gehen wir mal noch zu Bailey. Ich glaube, hier gibt sowieso nichts viel Neues. Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Okay, schon. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Cool. Und ich sage, wir haben gerade im Hintergrund meine Mutter. So. Allerdings, ich weiß, wir müssen noch kurz in Udinas Büro gehen. Aber ich gehe jetzt hier erstmal zu Inspektor Büro rein. Cool. So, Spectre Terminal. Auszeichnung für Captain Riley. Ja. Kriegt sie. Okay. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für die besetzten Gebiete gedacht waren, wurden zur Zitadelle umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spike-Befehl zum Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Klar. Genehmigung für zivile Miliz. Sicherheit hat beantragt, eine zivile Miliz aufzustellen, die die Zitadelle im Falle eines weiteren Angriffs verteidigen soll. Viele C-Sicherheit-Officer glauben, das würde die Zitadelle wehrhafter machen und die Moral stärken, aber es fehlt an Geld und an der erforderlichen Genehmigung. Ein Spectre-Befehl würde es C-Sicherheit ermöglichen, mit der Ausbildung freiwilliger Zivilisten zu beginnen. Finanziert durch Gelder, die eigentlich als Bonus für Führungskräfte gedacht waren. Das ist sowieso unnötig. Überwachungsfreigabe. Zitadelle-Sicherheit hat mehrere Überwachungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Cyberinformanten auf der Zitadelle zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeeds angezapft, haben aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Aufnahme des batterianischen Patienten. Ein batterianischer Patient namens Gorek befindet sich in einer provisorischen Klinik in der Flüchtlingslager in Underbucht E24. Er hat schwere, nicht einzeln aufgeführte Verletzungen. Das Huerta-Krankenhaus hat Schmerzmittel verabreicht, aber es gibt keine langfristige Behandlung. Die batterianische Hegemonie verweigert die Akteneinsicht. Es gibt daher keine Daten über Gorek vor seiner
Ankunft auf Citadel. Cool. Aufenthaltsort von Dean Korlak. Der aktuelle Aufenthaltsort von Botschafter Dean Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinen öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in dem Bereich in den der Nähe der Menschenbotschaft. Patrianische Zugangscode. So. Mit Spectre Zugangscodes können Standard Sicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberste Stufe nachverfolgt werden. Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universalwerkzeug des Spectres hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Danke! So, Spectre Ausrüstung. Jetzt habe ich hier nicht genügend Geld für die Black Widow, egal. GevTech Zerstörung der Zielerfassung. Okay. Reaper Code Fragment. Die Asari Kriegsstrateginnen haben Schwierigkeiten, die Truppenbewegungen der Reaper herzusagen, weil sie ihre Denkprozesse nur unzureichend nachvollziehen können. Ein Trümmerjäger ist bereit, einen Reaper Prozessor zu verkaufen, den er nach dem Angriff der Sovereign auf die Citadel vor einigen Jahren unter den Trümmern gefunden hat. Damit ließen sich die Anstrengungen der Asari-Streitkräfte dramatisch verbessern. Klar. Wärmeeinheit Stabilisatoren. Die Alarianischen Kolonie Sinukwol hat Probleme mit der Energieversorgung, die ihre Eierinkubatoren gefährden. Die Kolonie muss evakuiert werden, wenn sie keine verbesserten Wärmeeinheitsstabilisatoren erhält. Der Verlust einer Kolonie würde die Schwierigkeit erhöhen, salarianische Unterstützung für die Kriegsbemühungen zu bekommen. Wärmestabilisierungstechnologie der Hanar kann für eine Schutzgebühr erworben werden. Klar. Konzentrationsmodul. Cool, dann habe ich schon 10% mehr Schaden und 30% Verlängerung. Die Paladin. Nein. Na, die Black Widow hole ich noch. So viel Geld muss sein. So. Miranda. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, und Dina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist das mehr. Dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum soll er für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt. Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, das ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Also, ich könnte. Ich weiß nicht, was mit denen ist, aber ich kann's. Mann, die CDL-Verteidigungsstadt macht wieder immer wieder mal aktualisiert die ganze Zeit. Mensch. Los, geh auf, Mann. Danke. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tempon-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Ubinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen.
Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird sie dort unterstützen. Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken sie es dann? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Haben Sie vielen Dank. Es ist unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Cool. Priorität Tessia. Quicks aktualisiert. Tessia. Cool. So. Mehr gibt's ja hier nicht, oder? Die Kriegsstrategin, die Botschaftswache. Die steht, glaube ich, da drüben. Ist ja eine Seite oder so.